konstruktiver Austausch zwischen Unternehmen. Das Sommerfest der Wirtschaft geht in die zweite Runde. Zeit, sich zu treffen, Zeit für gute Gespräche. So leitete der Landrat Thomas Balzerowski 2022 das erste Sommerfest der Harzer Wirtschaft ein. Nun beginnt genau diese Zeit erneut, denn zum zweiten Wirtschaftsfest kommen Unternehmer und Bürgermeister des Landkreises ein weiteres Mal zusammen, um sich über die Lage im aktuellen Arbeitsmarkt auszutauschen. Das zweite Sommerfest der Harzer Wirtschaft wird am 19. Juni in Blankenburg stattfinden, in den Vorabendstunden. Und der Landrat lädt gemeinsam mit der Stadt Blankenburg, der Industrie- und Handelskammer, der Handwerkskammer und den Wirtschaftsjunioren, Unternehmerinnen und Unternehmer aus unserem Landkreis ein, um letztlich zu netzwerken, sich auszutauschen über die aktuellen Fragen und Probleme, die die Unternehmen in unserer Region bewegen, um aber auch den Blick nach vorne zu suchen. Und diesen Blick nach vorne bereichert unser Wirtschaftsminister, der als Gast anwesend sein wird, also der Sven Schulze. Für die Unternehmen sind die Gespräche mit den Bürgermeistern von großer Bedeutung. Denn nur durch ausreichende Kommunikation können Probleme langfristig gelöst werden. Ja, das Schöne ist bei einer solchen Zusammenkunft, dass natürlich Unternehmen aus ganz verschiedenen Branchen auch zusammenkommen. Und diese Unternehmen haben ja durchaus unterschiedliche Herausforderungen an den Märkten. Und sich darüber auszutauschen und zu überlegen, wie können auch Strategien gemeinsam auszusehen, das sind eben wirklich die Highlights an solchen Abenden, über die man spricht, sich auch verbindet und sagt, wie können wir für den Landkreis Harz gemeinsam etwas erreichen, wie können wir die Politik da auch einbinden und welche Aufgaben hat jeder Einzelne in diesem ganzen Netzwerk. Also ein guter Tag für den Landkreis Harz und zum zweiten Mal hier in Blankenburg. Der Harz ist wirtschaftlich gesehen eine starke Region. Das Wirtschaftsfest kann helfen, über Schwerpunkte wie Arbeitskräfte, Klima und Energie zu sprechen und bei Problemen Abhilfe zu schaffen. Was genau die Gespräche zwischen Bürgermeistern und Unternehmen dieses Jahr hervorbringen, bleibt jedoch erst einmal abzuwarten.